Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, der wilden Jagd, Hearts of Stone, dem ersten großen Erweiterungspack. Und in der letzten Folge haben wir ja eine richtig gute Quest, also fand ich zumindest, ganz klein fing sie an und wurde dann am Ende immer größer. Und jetzt sollen wir hier die Frau aufsuchen und die ist irgendwo am Arsch der Welt. Wir befinden uns hier oben und sollen... Scheiße, da wollte ich gar nicht hin. Wir sollen, wo sollen wir denn hin? Nach Ochsenfurt. Ach du meine Güte. Gut. Da wir eh in diese Richtung sollen, würde ich sagen, machen wir das folgendermaßen. Wir holen uns eben kurz das Fragezeichen dort. Und gehen dann zu einem Schnellreisepunkt. Am besten hier beim Garin Anwesen, da ist ja auch schon eins. Und reisen dann zur nächsten Quest, die auch in der Umgebung sein soll. Ich sollte vielleicht mal markieren, wo ich hin will. Damit wir uns ja nicht verlaufen. Dahin will ich. Das ist jetzt nicht so weit weg. Ich schätze mal so 100 Meter oder vielleicht etwas mehr. Ja, 200 sind es. Doppelte Weite. Laufen wir doch mal eben ganz kurz dahin. Und schauen uns das Ganze an, was wir da für ein Fragezeichen haben. Ja, aber die gute Frau wird nicht erfreut sein über das, was ich zu erzählen habe. Aber das sind die auch in gewisser Weise selbst schuld. Die haben sich da schon etwas niedergelassen, was einfach nicht geht. Mein Gott, wie weit ist denn Dette? Hier vorne, was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine verlassene Stätte aus. Ein bewachter Schatz von Wildschweinen bewacht. Na, wenn sonst nichts ist. Boah. Boah, wie viel sind das? Ich die Hammer drinne. Aua. Oh, jetzt hab bloß, wir haben genau zwischen die Wildschweine gezaubert. Autsch. Mann, Mann, Mann. Immer diese... Exorbitant. Gegner. Hallo. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht irgendwie eingekreist werden von den Wechselgegnern. So, zwei Wildschweine. Also ich kenne jemanden, der wird sich hier gerade freuen, wenn er so viele Wildschweine sieht. Und der heißt, der gute Mann heißt Obelix. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da nicht so begeistert von. Hallo. Wildschwein. Hallo. Oh. Es ist einfach mal so gestorben. Aber ich finde es schön, wie die Welt immer wieder ein bisschen erweitert wird. Eine Liste mit edlem Siegel. Mal eben kurz reingeschaut. Hier kriegt man so viel zu lesen. Das ist ja schon unglaublich. Das brauchen wir jetzt nicht, aber das hier erhält Zusatzinformationen. An Camille, Sohn von Kosa. Dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Karnickel vermehren, Hirsche, die unsere Schüsslinge auffressen, und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreunen. Mach dich an die Arbeit, Junge! Oder deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddeus Garin. Na dünn. Gut, das war also der Schatz. Den haben wir jetzt mitgenommen. Und jetzt machen wir uns mal auf zum Schnellreisepunkt. Der wäre hier vorne. Und dann wollte ich mal eben kurz schauen, weil auf dem Weg nach Ochsenfurt... Gab es da noch eine Quest? Ich möchte kurz gucken, wo die genau ist. Ich habe da so eine Vermutung. Spurlos ist es gerade, genau, glaube ich. Einmal kurz geschaut auf die Weltkarte. Keine Sorge, ich werde zuerst natürlich zu der guten Dame gehen und dann zum Kräuterkunde. Ja, ich dachte es mir. Gut, dann reisen wir mal nach Ochsenfurt und machen die eine Quest und dann können wir zum Kräuterkundler direkt.
meine Lieblingskräuterkundler, muss ich dazu erwähnen. Da lang. Mein Lieblingskräuterkundler einfach deswegen, weil der so viel Zeug immer dabei hatte. Und so viele Rezepte, die ich natürlich alle geholt habe, noch im Hauptspiel. Ich hätte schwören können, ich wurde gerade beschossen. Aber das war wohl nur einfach ein knackender Ast. So, hier müsste irgendwo der Wegweiser sein. Da ist er. Dann reisen wir mal in diese Richtung. Geh mal zum Hafen von Ochsenfurt, würde ich sagen. Lang, lang ist es her, dass wir mal da waren. Seit dem Add-on auf keinen Fall, weil da waren wir ja nur dort oben in den neuen Gebieten unterwegs. Aber es ist schon unglaublich, wie viel doch hier schon wieder an Nebenquests sich anhäufen. So, da wären wir wieder in Ochsenfurt. Wie sieht es denn jetzt aus ohne Radovid? Natürlich, das Schiff von Radovid, was hier seinerzeit angelegt war, ist nicht mehr da. Die Hexenjäger sind immer noch vor Ort. Was denn nun schon wieder? Ich hab nichts verbrochen. Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Ich könnte dir auch einfach auf die Fresse hauen. Von mir kriegst du keinen Körper. Ich sagte doch, er ist ein Spion. Wir nehmen dich im Namen des guten Königs Radovid fest. Könnt ihr gerne versuchen. Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Und du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Ja, ich lass mich hin. Ich lass mich von euch bestimmt nicht übers Ohr hauen, ihr Vollidioten. So, und ich halte fest, Ochsenfurt sieht deutlich belebter aus irgendwie. Also zumindest in diese Richtung, hier Richtung Marktplatz. Wenn ich in die Richtung gucke, naja. Aber es bleibt dabei, die Städte sind immer noch ein bisschen zu unterfüllt. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zapfen. Ja, zeig dir mal, ob du was Neues hast. Seitdem ich dich letztes Mal aufgesucht habe. Was ich heute nicht habe, kann ich nicht machen. Ja. Zeig mal her. Mal sehen, vielleicht. Er hat fast gar nichts, aber er hat Gold und das heißt, hier, nimm mal das ein oder andere Schwert bitte mit. Dann hier dieses Gezumpel, das kriegen wir auch noch eben irgendwie. Ja, das noch und dann hätten wir ihn auch pleite gemacht. Bis dann. Wir haben ein paar Krönchen mehr wieder. Mein Gott, das ist ja schlimm heute. Die besten Waren diesseits des Pontas. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zu diesem Händler hier, um ein bisschen was zu verkaufen. Hier unterm Gürtel. Hallöle. Hallo noch einmal. Ja, hallo noch einmal. Wir haben uns schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Zeig mir deine Waren. Lass mal sehen. So, ich hätte hier einmal Dette. Nimmst du doch gerne, oder? Ja, hast ja genug Kohlen. Alles mal loswerden hier. Wenn wir da ein bisschen mehr Platz haben, das geht schon nicht mehr. Und schon wieder ist ein Händler pleite. Na, klasse. Ja, die Flammenrosenkram, den werde ich natürlich nicht anziehen. Also das ist jetzt, ist zwar ganz nett, aber nichts für mich.
So. Bis dann. Der nächste Händler kommt bestimmt. Ja, die helfen mir leider nicht weiter. Und jetzt gehen wir erstmal hier in die Kneipe, da wo die werte Dame sich aufhalten soll. Dort ist sie, Adela. So, sind wir diesmal was freundlicher zu mir. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Tja. Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein. Zweigeteilt. Getötet. Ah. Stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Und da hätten wir die erste größere Quest abgeschlossen. Wow, 78 Erfahrungspunkte. Hoffentlich, naja, lassen wir das. 200 Kronen. Ist jetzt zwar nicht die Welt, aber immerhin. So, dann würde ich mal sagen, aktivieren wir schon mal die nächste Nebenquest. Und zwar Spurlos. Das war das mit diesem verschwundenen, ich weiß gar nicht, irgendwie ein verschwundener Gehilfe oder irgendwie sowas. Hast du meine Krone? Nein, ich trage keine Krone. Buhaha. Ja, wir sind jetzt leider nicht in Novigrad. Hier können wir leider kein Geld eintauschen, denn ich habe noch so reichlich an Floren und Orens. Ja, 5000 haben wir momentan. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ein Tag im Arsch. Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich dich nicht anklicken kann. Sprich, nicht mit dir reden kann. Also sorg mal dafür, dass ich mit dir reden kann, dann kann ich mir auch deine Waren anschauen. Wir wollen Monster töten. Ja, dann komm mit. Ich finde bestimmt welche. Hexenjäger, Redanische Armee. Was ich komisch finde momentan, ist einfach, dass hier immer noch über Radovid gesprochen wird, obwohl der doch tot ist. Das finde ich, nimmt gerade ein bisschen die Atmosphäre. Weil meiner Meinung nach müsste ja zum einen die Redanische Armee aufgelöst werden und daraus hier das dieses, naja, so wie es halt am Ende des Spiels war, das mit der Temerischen Armee und bla und hast du nicht gesehen. Finde ich schade. Ist so ein kleiner Punkt im Spiel, der mich dann doch stört. So, wo ist er denn? Hallöchen, wir kennen uns, glaube ich. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's? Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch, einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Kopfschmerzen von ein paar Reimen. Aber erstmal, bevor ich auf den Auftrag gehe, erstmal kurz schauen, ob hier noch irgendwas drin ist, was ich mitnehmen könnte. Er hat eine Rune, aber ansonsten nichts mehr. Gut, da würde ich sagen. Und wisst ihr was? Die ganzen Scheiß-Trophäen. Die schleppe ich jetzt schon so lange mit mir rum. Ist mir jetzt total egal. Wir wissen, wo sie sind, die Trophäen. Aber ich habe keine Lust mehr, die mit mir rumzuschleppen. So. Ruhe damit. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Gewicht, was wir tragen können. Und damit alles gut. So, Alchemie und Gezumpel brauchen wir alles nicht mehr. Ja, ja, wir können, bla bla bla. So. Ich bin aber wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Oh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Komm zum Punkt, wenn's dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mach mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh.
Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt, in der Nähe von Martin Fäules Hof. Mir ist Hanfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ja, werde ich tun. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Einen Halbling mit hellem Haar suchen wir also. Und er schickt ihn in den Totenwald. Ja. Allein der Name dieses Waldes finde ich äußerst eigenartig. Zum Geier. Ja. Und hier drüben. Nochmal. Ja, ich bin gerade irritiert von der Karte, weil ich da zweimal Kräuterkundler sehe. Aber gut, ich soll den Lehrling suchen und dafür müsste ich zum Totenwald. Jetzt schaue ich mal erstmal, wo das ist. Dort oben. Na, klasse. Ist also eine ganze Ecke. Ich würde sagen, unterwegs können wir ein paar Fragezeichen mitnehmen, wie das da zum Beispiel. Das ist ja praktisch auf dem Weg. Ist eine ganze Ecke Weg, die wir da zurücklegen müssen. Ich gehe aber diesmal zu Fuß, ohne Plötze. Ich will mich einfach hier mal ein bisschen umschauen. In diesen Ländereien. So, ich bleib mal hier auf dem Weg. Zeig mir, was du zu bieten hast. Och, jetzt kommt schon wieder Wölfe an. Haut doch ab. Lass mich doch einfach in Ruhe, ihr Drecksviecher. Will euch nicht töten. Weil ihr seid eh nur Kleinvieh-Zeugs und eigentlich mag ich Wölfe. So, jetzt gehen wir mal hier hinten weiter. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Zwar jetzt nicht hier im Add-on, aber halt im Spiel selbst schon einmal. Ich glaube, es wird langsam dunkel hier. Ja, wir haben 20 Uhr und die Sonne versinkt. Ja, ich gehe hier weiter und ich folge gerade nicht dem Pfad, der uns da angezeigt wird, denn ich möchte ja zum Fragezeichen. Ah, ich glaube, hier ist die Gegend von Philippas Versteck. So, jetzt sind wir schon beim Fragezeichen. Da ist es. Ein weiteres Banditenlager. Nehmen wir das doch mal auseinander. Moment. Bitte was? Einmal Axi, bitte. Verdammt. Scheiße. Und bitteschön. Einmal. So und so. Oh, da müssen wir unser Schwert reparieren. Ja, kein Wunder bei den ganzen Kämpfen, die wir hier austragen. Wusch. Und dann kämpft ihr mal gegeneinander. Oh. So, den hätten wir auch erledigt. Da haben wir noch, glaube ich, einen Fernkämpfer irgendwo. Und zack, 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 zack. Und da hat er nichts mehr entgegenzusetzen. So, mal eben kurz ins Inventar. Denn ich würde gern mal eben kurz reparieren. Und zwar einmal Schwert, einmal Rüstung. Zack, die Rüstung repariert. Und dann haben wir hier einmal kurz die Schwerter repariert. Und dann können wir ganz normal weitermachen. Da ist noch eine Schatztruhe. Schema Heuler.
Wofür auch immer der gut ist oder das gut ist. So, wieder ein Fragezeichen beseitigt auf der Karte. Und nun müssten wir... Ich würde sagen, diese Fragezeichen nehmen wir noch hoppala mit. Und dann bewegen wir uns in Richtung Wald. Wo wir ja hin sollen. Bin gespannt, was das für zwei Fragezeichen da vorne sind. Da höre ich schon wieder irgendwelche Monster hinter mir oder seitlich von mir. Ich folge mal hier dem Weg. Müssten nämlich gleich da sein. Und da vorne sehe ich schon die Hütten. Zwei Sachen müssten hier sein. Ich tippe mal auf ein Monsternest, wenn ich mir das so angucke hier. Und dann noch irgendwas. Und eine verlassene Stätte natürlich. Ja, komm schon näher. Na, komm her. Und nochmal. Und nochmal. Aua. Und dann du auch noch. Au. Da oben ist noch ein Ghoul. Ich gehe direkt mal hier oben zum anderen Fragezeichen. Ein versteckter Schatz. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen direkt. Erstmal die Ghule beseitigen. So, dass hier die verlassene Stätte wieder befüllt werden kann mit Menschen. Da hinten ist noch ein Gegner. Komm her, du Ghoul. Wo ist er denn? Da. Ich renn noch nicht weg. So, und noch einmal drauf gehauen und weg ist er. Und ich höre noch einen Ghoul. Na du. So, auch der Ghoul ist erledigt. Und damit können die Bewohner zurückkehren zu diesem wunderbaren Ort. So, da haben wir auch einen Händler. Hier, ein Willst Kaufmann. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, schauen wir mal, was du anzubieten hast. Vielleicht will ich auch verkaufen. So, und der hat da irgendwas. Das können wir auf jeden Fall... Hallo? So. Pergament brauchen wir jetzt nicht. Aber hier, kleine Zoria-Rundstein. Was haben wir hier? So zum Geier. So, nochmal darüber. So, was haben wir hier? Kleiner Devania-Runstein. Nehmen wir den ganzen Kram mal mit. Kostet zwar alles auch wieder Gold, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Das Gold haben wir dann doch noch. Kann ja vielleicht noch wichtig werden. So. Das hätten wir. Und jetzt können wir noch verkaufen. Viel Gold hat er nicht, aber immerhin etwas. Das können wir hier lassen. Das ebenfalls. Das geht auch noch. Jetzt müssen wir schauen. Dafür fehlen genau 4 Gold. Das können wir hier lassen. Und da fehlen 8 Gold. Das Hemd geht bestimmt auch hier. So. Und den Rest können wir erstmal mitnehmen. Bis dann. Dann hat man hier oben noch irgendwo den, das zweite, diesen versteckten Schatz. Hey! Knut Kreuzmanns Tagebuch. Inventar. Ach du Scheiße. Ja, das lese ich jetzt gerade mal nicht vor. Hier geht es einfach nur um den Schatz. Also, bitte seid mir nicht böse, wenn ich nicht alles vorlese. Weil irgendwann haben wir so viel vorgelesen, dass wir gar nicht mehr vorankommen. So, wo muss ich denn jetzt hin dafür? Nein. Quests wollte ich.
Ich wollte mal gucken, ob ich die Schatzsuche hier habe. Eine überraschende Erbschaft, genau. Wo müssen wir denn dafür hin? Ist gar nicht weit weg. Ich würde sagen, das nehmen wir noch mal eben ganz kurz mit. Diesen Schatz, bevor wir uns dann in Richtung des guten Mannes bewegen. Eieiei, das ist aber eine komische Gegend hier. Komisch schön. Irgendwie. Oh oh. Kleiner Moment bitte. Ich habe da eine Befürchtung. Dort oben nämlich. Seht ihr das? Ein Greif. Okay. Um den Greif kümmern wir uns nach Möglichkeit. Ich weiß nicht, welches Level der hat, aber runter waren die denn nochmal? Ogroide? Waren die unter Eisriesen? Nee. Relikte, Vampire, verfluchte Wesen? Nee. Runter waren denn Greife, verdammt. Nee, nie und nimmer. Hybriden? Ja, hier waren sie. Wir brauchen Kartesche und Hybridenöl. Okay. Also schmieren wir uns einmal Hybridenöl drauf. Das hier ganz bestimmt irgendwo ist. Hier sind Öle. Da. Verbessertes Hybridenöl. Zack, einmal drauf geschmiert. Und die Kartesche, ich glaube, die haben wir drinnen als Bombe. Wie war das noch gleich? Hier unten, da. Nee, das ist Samum. Moment, einmal ins Inventar. Noch einmal Bomben, 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 Bomben. Da sind sie. Dann ist das hier wahrscheinlich die Kartesche in der Teufelsbewusst. Tanzender Stern. Ah, da ist die Kartesche. So. Es geht in diese Richtung. Da ist der Greif. Und um den kommen wir nicht drum rum. Ich habe keine Ahnung, welchen Level der hat. Wir können nochmal eben ganz schnell speichern. Bevor wir weitermachen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Der Greif lässt uns gerade in Ruhe. Okay, oder auch nicht. Da ist er. Boah. Okay. Und der hat richtig gesessen und das läuft super. Oh, jetzt hat er uns mal betäubt. Wow. Nimm das. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wow, wow, wow. Und da ist er tot. Gut, da haben wir uns gut vorbereitet, würde ich sagen. So hatten wir alle Chancen, ihn zu schlagen. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und hier sollen wir die verfallene Hütte ja untersuchen. Und ich sehe schon den Schatz. Ein paar Floren, Manuskriptseite, überlegenes Hybridenöl. Ah, sehr schön. Alles mal hier mitnehmen. So. Und dann wieder raus aus dem guten Laden. Ab nach oben. Und ja, das war es auch schon. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Und ich aktiviere schon mal die nächste Quest wieder, beziehungsweise unsere Quest, weswegen wir überhaupt hier waren. Nämlich diese Quest. Spurlos, wir sollen in den Totenwald. Und diesen besuchen wir in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 3. Hearts of Stone.